Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren gemütlichen Folge Ancestors. Ja, unser humanoides Äffchen, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er macht immer merkwürdige Bewegungen, als wenn er irgendwie eine Magenverstimmung hat. Ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt ja zurück in der Basis. Hier habe ich jetzt noch einen Schlafplatz entdeckt. Und was können wir hier auf dem Schlafplatz machen, außer schlafen? Wir können hier in den Evolutionsbaum gehen. Da waren wir ja noch gar nicht. Den hatte ich noch gar nicht entdeckt. Und den können wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Ja, das ist sozusagen unser erstes Neuronal, unser einziges. Und wir müssen jetzt unsere Kenntnisse im Gehirn festigen. Und das können wir jetzt, indem wir hier die verschiedenen Punkte aktivieren. Jetzt haben wir hier zwei Punkte, die wir festigen können, würde ich jedenfalls behaupten. So, Gedächtnis. Neu erlernte Fähigkeit, Intelligenz. Und da haben wir gesehen, hier wird es weitergehen. Umweltanalyse. Hier geht's weiter mit Kommunikationsfähigkeiten. Und hier sind wir bei motorische Fähigkeiten. Ah, okay. Jetzt können wir nämlich auch zwei Gegenstände nutzen. Das wusste ich, dass das geht. Ich hab's. Oh. Jetzt haben wir ja richtig viele Wege, wo es weitergeht. Aber wir können jetzt momentan noch gar nichts weiter nutzen. So, Generation haben wir noch zur Auswahl. Generation wechseln können wir. Das will ich jetzt aber nicht tun. Zwei Festigungen haben wir. Nutze Punkte, um Wissen für die nächste Generation zu fixieren. Ja. Ach so, das können wir dann auch hier direkt machen, oder wie ist das jetzt gemeint? Nee, das habe ich noch nicht verstanden, wie das funktioniert, aber das finde ich schon noch heraus. Und dann haben wir noch einen Punkt, Evolution, erforschen. Meisterhafter Dschungelforscher, bereit 1. Weiter haben wir jetzt noch nichts freigeschalten. Unser Stamm Rasselbande hat zwei Geburten, ein Tod. Das war gleich der erste Tod, den wir ganz zum Anfang miterlebt hatten. Geburten haben wir jetzt nicht miterlebt. Das sind bestimmt die beiden Babys, die ich aktuell mit habe. Und ja, Spielzeit 1 Stunde 10 Minuten. Ich hatte jetzt auch weitergespielt gehabt, nochmal etwas mich mit dem Menü besser vertraut gemacht, mit den ganzen Tastaturen, hab auch noch das ein oder andere entdeckt, aber jetzt, ja doch, ich wollte gerade sagen, nicht so was bahnbrechendes, warte mal, ich schlafe mal kurz, das ist heller noch hier. Guck, vielleicht haben wir wieder einen schönen Traum. Ja, wir träumen von einer schönen, dicken, fetten Anaconda. Wasser. Wir haben Durst. Schlaf und Nahrung ist im gelben Bereich. Ja, ich wollte sagen, ich hatte vorhin hier oben mir ein Symbol fokussiert. Da wurde dann eine Videosequenz ausgelöst. Es kam etwas vorbeigeflogen, ob es ein Meteorit war. Es kann ja nichts anderes gewesen sein. Auf jeden Fall ist es im Dschungel gelandet und es raucht irgendwo im Dschungel rum. Das müssen wir mal noch später erkunden. Nee. Schöpfen. Wir brauchen Wasser. Alle machen mit. Zum morgendlichen großen Trinken. Jetzt ist die Frage, wie viel Wasser brauchen wir denn? Wenn ich jetzt meinen Lebenspunkt in der Mitte anschaue,
fühlt er sich ja nicht gerade. Wartet mal, hier drüben hat man Bärchen. Sehen, ob da noch welche dran sind. Drücke X, um die Hand zu wechseln. Genau. Jetzt können wir nämlich den Stein und den Stock zum Beispiel in die Hand nehmen und daraus ein Werkzeug bauen. Oder einen Stein und eine Kokosnuss in der Hand nehmen. Denn eine Kokosnuss hatte ich doch vorhin schon mitgebracht. Was habe ich jetzt in der Hand? Die Kokosnuss. So, warte mal. Die habe ich jetzt in der linken Hand. Okay. Dann gehen wir zu dem Bärenbusch. Entweder habe ich mal zu viele Bären gegessen oder zu wenig. Guck mal, hier haben wir jetzt einen Stock. Jetzt essen sie wieder alle Bären. Den können wir nicht. Jetzt haben wir einen Stock und eine Kokosnuss. Gut, das bringt jetzt hier überhaupt nichts. Das war natürlich Quatsch. Wir brauchen ja einen Stein. So, jetzt können wir das verändern. Oh, ja. Die haben wir verändert zu einem Haufen Kokosnusspampe. Das haben wir versaut. Wir tun mal den Stock verändern. So, müssen wir erstmal ablegen den Stein. Dann nehmen wir den Stock auf. Geht gar nicht. Den da oben können wir nehmen. Wechseln den in die andere Hand. Nehmen unseren Stein auf. Da gibt es so ein ganz kleines, leises Klicken. Und wenn das ertönt, muss man genau mit dem Stein zuschlagen. Wenn man das lang wartet, geht es uns wie mit der Kokosnuss, dann ist es halt kaputt. Oder es funktioniert nicht. Ich weiß gar nicht, was er macht. Jetzt haben wir irgendwas verändert. Ein Granitstein kann einen toten Zweig verändern. Den können wir jetzt erstmal inspizieren. So, Stein weg, Stock in der Hand, inspizieren. Neues Werkzeug entdeckt, ein Stock. Ja, super. Wartet mal, jetzt haben wir einen Stock, der bringt uns ja auch nicht weiter. Das sollte eigentlich ein Speer werden. Ich könnte den jetzt verändern. Stein dafür. Na, ihr merkt schon, die Taste. Steuerung ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Eigentlich will ich nur den Stein haben. Ah, jetzt haben wir es geschafft.
Ah, seht ihr, jetzt wird so der Stock spitz. Neue Änderungen entdeckt. Schlagen. Nicht am Stein weg. Eingespitzter Stock. Aber wisst ihr was? Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich würde sagen, wir wechseln mal. Wir wechseln mal den Affen. Und lassen den sich einfach mal hier ausruhen. So, hier tun wir unseren Stock hin. Jetzt tun wir mal die Kinder hier abwerfen. Das kann man hier am Bett machen. Kind absetzen. Baby mit spontaner genetischer Mutation. Verstehe ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Ja, neurale Energie. Also Kinder mitnehmen ist eigentlich schon eine gute Sache. Pass mal auf, wir suchen uns mal einen neuen. Ja, sieht schon ziemlich alt aus. Ja, hier. Weiblicher. Pflegen, warte mal. Pflegen können wir den auch? Warum? Wir haben vielleicht Flöhe. Oh, Verbundenheit. Drück mal da, da machen wir weiter. Jetzt haben wir ein Paar gebildet. Okay. Nee, wartet mal, jetzt tue ich mal wechseln. Analysieren, pflegen, analysieren wollen wir den. Und wechseln. So, jetzt sind wir in ihm drin. Oh, den geht es ja noch schlechter wie uns. Aber jetzt können wir vielleicht uns mal pflegen. Guck mal, wir können ja mal was trinken gehen mit ihm hier. Ah, guck, hat schon aufrechten Gang hier. Yeah.
Wasser. Ich wollte jetzt nämlich mal schauen, was uns fehlt. Wasser. Nur so ein kleinen Punkt. Ich kann doch nicht so viel Wasser trinken. So, Tock, fruchtbar. Oh, was gefunden? Dann los noch einmal, dann. Dann können wir ja noch mal wechseln. Mal schauen, ob es uns jetzt irgendwie besser geht. Jetzt sind wir wieder in Tock. Oh ja, Tock. Tock geht's wieder gut. Jetzt trinken wir nochmal einen richtigen Schluck. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir noch gar nicht viel gemacht, außer hier in der Basis rumgeschlichen. Pass mal auf, ich habe noch was gesehen. Oh, wie lange die jetzt schon aufrecht gehen. Hier oben. Hier haben wir noch Symbole. Die wollte ich jetzt unbedingt mal im Video anklicken. Nicht, dass wieder eine Szene abgespielt wird. Eine Szene. Keine Szene. Dschungel. Versteckter Wasserfalloase. Schade. Genau hier kam nämlich ein Video, als ich mir das erste Mal geschaut hatte. Und wir haben noch eins. Derzeitige Clan-Ansiedlung. Was haben wir da? Intelligenz. Lässt. Ist das schlau? Ist es nicht schlau, da hinzugehen? Ich glaube, es ist eher nicht schlau. So, hier haben wir alles, fast alles erkundet. Hier dieser so Busch gemeint. Bring inspizieren. Inspizieren. Muss es noch was geben, was man nicht kennt. Eindeutig dieser Busch.
Erstmal am Busch geleckt. So, E drücken, aufrechter Gang. Ne, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was hier gemeint ist. Da lassen wir das erstmal. Wartet mal, hier könnte auch noch eine Kokosnuss oben sein. Ist doch eine Palme. Ja. So, Hand wechseln. Und Stein nehmen. Und jetzt nochmal auf ein neues. Ein Granitstein kann Kokosnüsse verändern. Vielleicht hat man vorhin auch einen falschen Stein. So, jetzt können wir das fallen lassen, weil die Kokosnüsse in die andere Hand nehmen. Inspizieren. Neue Nahrung entdeckt. Geknackte Kokosnuss. Trinken. So, sehr schön. Wieder was geworden. Langsam. Langsam geht's voran, aber es geht voran. Gucken wir mal, die Fragezeichen, keine Ahnung, was da los ist. Den Rest hier haben wir entdeckt. Wie sieht es in die Richtung aus? Clan. Da ist dieses Bienes, dort haben wir noch was. So, die kleinen Racker hier. Ups, und ein vorne dran. Und dann gehen wir nochmal los. Mal unser Missionsziel. Kann dein Stamm sich schneller entwickeln, als es bei deinem Vorfahren der Fall war? Das ist eine gute Frage. Das ist eher eine Frage als ein Missionsziel. Wir hören mal. Was hören wir denn? Nicht viel. Aufhebbarer Felsen. Guck, da unten haben wir diese Fragezeichen wieder. Das habe ich jetzt mir mal als Bookmark hingepackt. Dieser Dornbusch, der lässt mir keine Ruhe. Irgendwas ist da drin. Wir schauen mal dieses Fragezeichen. Ob wir bis dahin kommen, das sieht sehr weit aus. Ich wollte so weit noch gar nicht gehen.
Ja, gehen wir mal oben in die Bäume lang oder versuchen wir es jedenfalls. Oh, daneben. Ah, das war nicht gut. Du regnet's. Aber zum Glück haben wir noch den Kälteschutz. Eine Sehenswürdigkeit. Geburt eines Kartografen. Gut, wissen wir jetzt schon mal, was das sind. Dann sind das Sehenswürdigkeiten, diese Dreiecke. Oh, 21, ich würde aber sagen, der Regen, der lässt sich ja nicht nach. Wir müssen mal wieder zurück. Los. Nun ist die Frage, wo sind wir hergekommen? Motorik. Da oben. Da antwortet was? Okay. Ich sage, da versuchen wir jetzt hinzumachen. Hinzugehen. Thank you.
Sehr schön, da sind wir wieder zu Hause. Und ich würde sagen, ich leg mich hin, ich leg mich jetzt schlafen hier. Haben wir hier einen trockenen Unterstand? Ja. Sehr schön. Gut, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, euch hat es gefallen. Und wenn ja, lasst doch bitte ein Däumchen nach oben da oder ein nettes Kommentar. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in den nächsten Folgen wieder. Macht's gut!